Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unseren gotländischen Piraten, denen es gelungen ist, eine weitere Insel endlich zu erobern. Die Stadt Ahrensburg ist nun in ihrer Hand. Allerdings, naja, so richtig kann man das noch nicht behaupten, denn die Unruhe unter der örtlichen Bevölkerung ist groß. Sie weigern sich noch, diese neue Macht zu akzeptieren. Das bedeutet, wir haben hier auch noch keinerlei Einnahmen, keinerlei Vorteile von dieser Insel. Tja, und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir runter hier von dieser Unruhe, von dieser hohen Instabilität? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben das schon das letzte Mal ein bisschen diskutiert. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Also die erste Möglichkeit war ja für Ordnung sorgen. Und das Problem dabei ist minus 250 Beziehungen zu Königreichen in unserer Region. Und das ist unangenehm. Ich habe es mal getestet, weil ich jetzt wirklich diese Mechanik verstehen möchte. Und das hat tatsächlich Auswirkungen so in dem Radius, ich würde mal sagen, so hier. Also relativ viel betroffen. Ich sag mal, Schweden und Dänemark, da kann man das wegstecken, da haben wir gute Beziehungen, aber Polen, Galizien, Wolinien, Polotsk, Nowgorod, Livländischer Orden und so weiter, da würden wir richtig abstürzen. Und das ist mir ein bisschen zu heikel. Unsere Situation ist ja nicht wirklich gefestigt, sondern im Gegenteil eher prekär. Und ja, da jetzt einen Krieg möglicherweise gegen so eine dieser Nationen zu führen oder sich zu verteidigen zu müssen, das will ich nicht riskieren. Was ist die Alternative? Es gibt diesen Kleriker, wir haben uns den schon angeschaut, und die Möglichkeit, hier die Bevölkerung einzugliedern. So, und das ist allerdings auch doof, weil wir nur eine Erfolgschance von 40% haben. 60% Basischance und dann minus 10 wegen religiösen und minus 10 wegen kulturellen Differenzen. Und bei 40% diese hohen Kosten in Kauf zu nehmen, 200 Bildung, das ist schon fett, muss man mal sagen. 500 Gold würde ich jetzt vielleicht gerade noch so akzeptieren, aber 200 Bücher finde ich zu viel dafür, dass ich das wahrscheinlich 2-3 Mal machen muss. Boah. Also, schwierige Situation. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier nicht nach einer gewissen Zeit diese Unruhe sowieso weggeht. Was steht denn hier? Unruhe kann durch Anrücken mit einer Armee und die Aktion für Ordnung sorgen oder durch Eingliederung der Bevölkerung durch einen Kleriker beigelegt werden. Hm. Wenn ihr mit dem Königreich, dem die Provinzbevölkerung treu ist, keinen Krieg führt, unterwirft sie sich irgendwann eventuell freiwillig eurer Herrschaft. Ja, okay, also das Königreich existiert ja nicht mehr. Insofern kann das irgendwann eventuell passieren. Ja, danke. Ach ja, okay. Also, ich sag mal so, diese Geschichte ist natürlich deutlich erfolgsversprechender mit 70%. Ich kann mir das sogar vorstellen, aber das bedeutet, dass unser Diplomat hier systematisch erst einmal für gute Stimmung in den entsprechenden Ländern sorgen muss, also zumindest in den wichtigsten. Dann können wir das probieren und wenn es dann schief geht, müssen wir das wieder irgendwie kompensieren. Ah, es ist so eine Sache. Stichwort Diplomatie. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wir haben, glaube ich, inzwischen eine... Nee, das sind immer noch Kleinkind und Kind. Nee, im Moment können wir noch nichts machen. Was ich aber tatsächlich vergessen hatte, ist, dass wir den Diplomaten nach Polen senden wollten. Das sollte ich jetzt nochmal nachholen. Das machen wir mal. Bitte jetzt nach Polen gehen. So, bestätigen. Ihre Herrschaften werden mich anbeten. Alles klar, mal gucken, ob das klappt, wie schnell das klappt. Ja, und solange müssen wir einfach hier ein bisschen uns in Geduld üben. Ich würde sagen, diese kleine Armee, die schicken wir erstmal zurück nach Visby. Und ansonsten werden wir jetzt warten, bis wir genug Geld haben, um was eigentlich? Was sind jetzt die nächsten Pläne? Also nehmen wir mal an, wir haben die Sache hier irgendwie unter Kontrolle. Dann würde ich sagen, ist das einzige vernünftige nächste Ziel Semgallen oder vielleicht Preußen. Semgallen war aber deutlich stärker als diese Insel. Da müssen wir also noch ein bisschen besser werden. Und wie werden wir besser? Vermutlich nicht mehr durch den weiteren Ausbau unserer Armeen, sondern durch die qualitative Verbesserung. Das heißt, jetzt beginnt die Phase, wo wir eigentlich nicht mehr mit diesen Bauerntruppen kämpfen sollten, sondern statt der Dorfmiliz eine Kaserne bauen sollten. Die Kaserne kostet uns 1400. Darauf spare ich jetzt. Und dann werden wir sukzessive die Bauernmilizen entlassen und richtige Soldaten einstellen. Das ist jetzt der nächste Schritt und außerdem warten wir, bis wir 200 Bücher haben. Also, ja, mehr brauchen wir jetzt nicht zu tun. Okay. Gut. Wir gucken mal nebenbei, ob hier noch irgendwas Interessantes ist.
Die Schweden haben auch ein Verteidigungspakt gegen Polen initiiert. Interessant. Nochmal sehen. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. So, wir sind jetzt da eine diplomatische Botschaft erreicht. In Polen angekommen. Preußen will immer noch, dass wir gegen Polen kämpfen. Aber das lehnen wir ab. Ja, definitiv. Ihr habt doch keine Chance. Ihr seid doch eigentlich bald erledigt. Vorräte werden knapp, aber das ist der Typ, der jetzt gleich zu Hause ist. Das Blöde ist, das habe ich jetzt gemerkt, also es ist gar nicht so vorteilhaft, muss ich sagen, eine zweite Armee bei sich zu führen mit ganz wenigen Truppen, weil egal wie viele Truppen da mitmarschieren, der Vorratsverbrauch ist immer gleich. Und vor allem die Kosten, um den wieder auf 100 zu setzen, sind auch identisch, als wäre das eine Full-Stack-Armee. Das heißt, wir müssten hier 730 Gold bezahlen, um ja, die Vorräte für diese eine poplige Einheit und hier seine Kavallerie wieder voll zu bekommen. Das ist natürlich extrem ineffizient eigentlich. Muss man mitbedenken bei der Planung. Ganz interessante Punkte. Naja, gut. So, im Übrigen hoffen wir dann auch noch, dass in Helsinki endlich hier die Belagerung endet, dass die Schweden hier langsam zu Potte kommen. Die Schweden und die Dänen, die diese Belagerung führen, damit wir Frieden haben, damit wieder die Kriegserschöpfung runtergeht. So, Armee versorgen wollen wir nicht. Königreich zerstört irgendwo Almohadenreich. Die scheinen da sehr erfolgreich zu sein. So, hier gibt es eigentlich nichts Spannendes zu sehen. Das ist jetzt im Moment der interessanteste Punkt daran. Und was mich interessiert... schaut mal, Prinzessin Astrid ist jetzt jugendlich. Das ist jetzt schon ein spannender Punkt. Da gucken wir uns mal die Karte an. Und wir sehen, also wir brauchen einen Prinzen. Und wir sehen, dass Polen einen Prinzen hat. Und das finde ich nicht schlecht. Wir gehen mal in Audienz, bieten eine königliche Vermählung an. Prinzessin Astrid mit Prinz Boleslaw, ja, warum nicht? Wenn ihr wünscht, können wir Prinzessin Astrid und Prinz Boleslaw verheiraten, aber wie die Tradition es verlangt, muss uns Gotland etwas bieten. Wir werden etwas Geld benötigen, ungefähr 800. Oha, das ist natürlich nicht wenig Geld. Allerdings ist eine Ehe dort mit Polen schon, glaube ich, eine ganz gute Sache. Befeindet sind sie mit Preußen, für uns kein Problem. Pommern? Vielleicht eher noch ein Problem. Warte mal, die führen mit Pommern Krieg, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Klar, die sind Untertan von Dänemark, aber Dänemark scheint das nicht zu stören. Wir müssen aber uns noch mal kurz die Beziehung anschauen. Wie sieht's denn aus? Dänemark und Polen scheinen neutral zu sein. Das ist, glaube ich, hier der Verteidigungspakt, der uns hier signalisiert wird. Und Schweden scheint ebenso neutral zu sein. Okay, das heißt, ich rechne jetzt nicht mit einer Konfrontation zwischen Dänemark, Schweden und Polen. Insofern würde ich sagen, sollten wir dieses Angebot annehmen. Ich glaube, das ist zu wertvoll. Schaut mal, sind auch hier alle davon angetan, außer unser Diplomat. Er sagt, nein, dies ist die schönste Prinzessin der Welt. Nur der Weltherrscher sollte sie heiraten dürfen. Das finde ich jetzt ist kein besonders fundiertes Urteil. Wir nehmen das an. Geben wir die 800 dafür aus. Okay. Die Bewohner Preußens sind wütend. Ja, das ist mir ziemlich egal. Ja, damit müssten sich aber jetzt die Beziehungen deutlich verbessert haben uns gegenüber. Wir sind vertrauensvoll. Das heißt konkret 300. Okay, wow. Ich würde fast sagen, dann sollten wir unseren Diplomaten nach Galizien-Volinien schicken und die vielleicht auch auf 250 mindestens bringen, weil wenn das der Fall ist, können wir vielleicht für Ordnung sorgen. Weil, okay, dass Novgorod uns nicht mag und der Livländische Orden Polotsk ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn wir hier mit den Großmächten abgesichert sind, ist meine Idee. Deswegen werden wir ihn wieder zurückrufen. Warten wir mal ab, bis er da ist. Okay, dann verpassen wir das jetzt nicht. Und schicken ihn dorthin. Galizien-Volinien bestätigt. Okay, so, wie sieht es hier in Helsinki aus? Immer noch nicht durch damit. Aber langsam gehen die Nahrungsvorräte der Stadt aus. Sehr gut. Was soll ich Ihnen sagen? Diplomat ist eingetroffen. Auch gut.
Hier unten tut sich vermutlich nichts. Oh, es geht immer weiter hoch. 67, was ist denn da noch angestiegen? Rebellionen, okay. Ah, es bilden sich jetzt hier noch zusätzliche Rebellengruppen. Ja, gut, dass wir, naja, wir haben halt hier noch eine Armee, die hier ein bisschen für Kontrolle sorgt. Das Blöde ist, ich kann sie auch nicht aufstocken, weil wir das eben nicht kontrollieren. Tja, alles nicht so einfach. So, aber hier könnte wirklich endlich mal Frieden geschlossen werden. Das wäre eigentlich das nächste große Ding für uns. Die Armee wartet hier auf den Einsatz vermutlich. Handelsgelegenheit fremden Kaufmann meiden. Ja, okay, dass jemand in Dänemark heimlich und ohne Wissen der lokalen Behörden Goldlieferungen umgeleitet hat. Kaufmann Sigurd kann diesen Skandal für uns nutzen und die Schuld auf Kaufmann Pellervo aus dem Reich des Livländischen Ordens schieben. Ja, das ist nicht schlecht. Plus 3, unsere Beziehung, minus 1 Beziehung zwischen Dänemark und dem Reich des Livländischen. Was sind das denn für Werte? Plus 3 und minus 1, das ist völlig irrelevant. Nee, dafür geben wir kein Geld aus. So, Handelszentrum verlegt, Nischni Novgorod nach Bolga. Ich glaube, das betrifft uns nicht. So, wann gibt jetzt endlich auf? Was kommt da jetzt noch für eine Armee? Schwedische Armee auch noch. Also die leiden eigentlich jetzt Hunger. Die Moral müsste jetzt rapide runtergehen. So, okay. Hier der Kreuzzug, der scheint erfolgreich gewesen zu sein. Aha. Zirta, gehen wir mal hin, ist hier gegründet worden. Interessant. Politische Übersicht. Wow. Dass ihnen das gelungen ist, die Almohaden erschienen mir relativ stark zu sein, aber okay. So, jetzt müssen wir wieder hoch, hier hin und abwarten, bis das zu Ende ist. Einer unserer katholischen Cousins. Was? Wurde exkommuniziert. Polen wurde exkommuniziert? Puh, das ist ja ein Ding. Okay, was bedeutet das genau für uns? Das ist natürlich jetzt richtig bitter, dass wir jetzt da die Hochzeit gemacht haben. Was ist denn jetzt los mit Polen? Okay, die haben aber viele Freunde. Bedrohung durch Preußen. Preußen spielt keine Rolle mehr. Ja, wohlwollend. 190. Wieso ist das runtergegangen? Tja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Warte mal, wir können aber übrigens noch ein Handelsabkommen versuchen, oder? Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Ja, sehr schön. Leider wissen wir nicht, ob das lukrativer ist als die Handelsverträge, die wir im Moment haben. Aber ich glaube, unsere sind sowieso die wichtigeren. Dänemark und Schweden sind wichtigere Handelspartner. Also mal abgesehen davon will ich jetzt, glaube ich, keinen Nicht-Angriffspakt machen. Wer weiß, vielleicht sind sie jetzt, werden sie bald zerfleischt von allen Seiten. Keine Ahnung, was das für Konsequenzen hat. So, Klerus milde Stimmen. Kleriker Gunnar glaubt, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, etwas Zeit mit unserem Klerus zu verbringen, um ihn davon zu überzeugen, dass König Stena ein frommer Herrscher ist. 250 Gold, 50% Basischance. Meinung, Klerus ist bei 0. Ah, nee, machen wir lieber erstmal noch nicht. Später, wenn wir irgendwie mehr Geld haben, das wir raushauen können, kann man so eine Sache machen. Im Moment scheint mir das doch ein bisschen zu heikel zu sein. Aber warte mal, hier, 200 Bildung haben wir. Jetzt können wir einen von den anderen verbessern. König Stena ist ja überall auf Maximum. Und die Frage ist, was ist hier sinnvoll? Was ist hier sinnvoll? Also, feilschen. Bringt Nahrungsmittelexporte, die haben wir aber nicht, werden wir auf absehbare Zeit nicht haben. Wissensdurst, das ist nur sinnvoll, wenn er Armeen führt, genauso Belagungskunst. Ist also alles doof. Befehle? Kann man das eigentlich auch irgendwie mal wegdrücken und neue bekommen? Nee, falschen hier ebenso das Problem. Kavallerietaktiken brauchen wir nicht. Gesetze ist okay, wenn man ihn vielleicht in der Stadt hat als Gouverneur. Haben wir aber jetzt nicht, können wir im Moment nicht. Wissensdurst ist auch relevant. Doof. Doofe Sachen. Da gibt es deutlich bessere bei den Händlern.
Dann haben wir hier den Otter, den Diplomaten. Der hat Strategie. Bringt ein bisschen Königreich Einfluss. Und ja, Burgen haben wir nicht. Na, weiß ich nicht. Höflichkeit. Zuwachs an Beziehung pro Minute während einer Mission. Das ist gut. Das ist okay. Aktion Beziehung verbessern ist effektiver. Okay, das würde tatsächlich was nutzen. Verschwörung bringt Spionageverteidigung. Ah. Mein Herr. So, dann haben wir unseren Ritter. Der kann Kavallerietaktiken und Medizin. Haut mir jetzt auch nicht vom Hocker. Den Weg weisen. Und bei ihm, das hat man schon mal angeguckt, finde ich auch nichts Prickelndes. Okay, pass auf. Euch, Majestät. Dann machen wir ihn Höflichkeit. Ja. Das wird noch nützlich sein. Das ist ja eh im Moment seine Mission. Insofern passt das ganz gut. So, Helsinki ist noch immer nicht vollständig. Oh, jetzt kommt ein Sturmangriff, oder? Oder ein Ausbruch? Irgendwas passiert doch hier gerade. Ja, aber... Ah, doch, es bewegt sich noch. Oh mein Gott, es ist so krass. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Es ist so krass aufwendig, so eine große Stadt einzunehmen. Es ist echt Wahnsinn. So, Dänemark schickt uns was. Ein Verteidigungspakt gegen das Reich des Livländischen Ordens. Oh, das ist hervorragend. Das nehmen wir gerne an. Spitzenmäßige Idee. Führt das eigentlich jetzt zu einer Beziehungsverbesserung? Wir müssen immer mal die Einzelheiten uns angucken. 340, ich glaube ja. Ich glaube ja. Mhm. Sehr gut. Okay. So, jetzt wäre es wirklich schön, wenn mal Frieden wäre. Wir haben unseren Krieg gewonnen. Ja. Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Unsere sehr gut. Armee zeigt sich aktuell zufrieden mit unserem Vorgehen. Sehr, sehr gut. Der Adel findet das toll und die Meinung der Armee ist auch verbessert worden. Damit ist der Krieg vorbei und wir sind jetzt endlich wieder im Frieden. Jetzt muss bloß die Kriegserschöpfung so langsam wieder absinken. Außerdem, niemand hat so viele Kriege gewonnen wie wir. Alle Königreiche wissen jetzt, dass wir den Angriff auf niemanden scheuen und dass wir jeden, der sich uns entgegenstellt, zermalmen. Sie sollten lernen, die Köpfe vor uns zu verneigen, sonst werden sie sie verlieren. Ja, es gibt hier so bestimmte Ranglisten. Und das ist die Vorherrschaftsrangliste. Und wir sind jetzt hier echt auf Nummer 1, weil wir die Einzigen sind, die 2 Kriege gewonnen haben. Das ist ein bisschen skurril. Sehr schön. Das wird vermutlich nicht lange so bleiben, aber ein schöner Moment. Schön allerdings ist das, was hier in Ahrensburg passiert, nicht. Die Unruhe bleibt oben. Ja. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Oh, das ist gut. Darauf warten wir. Plus 81, so sei es. So, wenn du das jetzt noch 2-3 Mal machst, dann würde ich sagen, machen wir Ordnung wiederherstellen. Wobei, jetzt haben wir ja den Verteidigungspakt gegen Galizien-Volinien mit den Dänen. Die würden uns richtig helfen. Nee, warte mal, gegen den Orden haben wir den, ne? Gegen den Livländischen Orden. Das ist auch gut. Politische Übersicht. Aber Galizien-Volinien ist das Problem. Ich würde insofern sagen, wir lassen den Diplomaten noch arbeiten, bis wir hier eine Beziehung von ca. 250 haben. Und dann versuchen wir, die Ordnung durchzusetzen. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Es ist einfach, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Hilft nichts. Gut, wir haben erstmal jetzt keine großen Ziele, außer darauf zu warten, dass wir genug Geld haben, um die Kaserne zu bauen und dann unsere Armee weiterzuentwickeln. Was ist hier? Pommern ist dem Verteidigungspakt gegen Polen Schwedens beigetreten. Klerus milde Stimmen wollen wir auch nicht machen. Hier wird es, glaube ich, bald zur Rebellion kommen. Ich bin nicht sicher, wie diese 3 Symbole zu bewerten sind. Rebellionen minus 6. Aber ich glaube, da passiert dann irgendwas. Ich weiß nicht, wer das voll ist. Armeeversorgung, hört auf damit. Klar, wir müssten die Einheit mal irgendwann nach Gotland rüberbringen, um hier den Supply wieder auf 100 zu bringen. Aber noch ein bisschen können die da sein. So, wir sind bei plus. Unsere Prinzessin wurde zur Königin gekrönt.
Was? Astrid ist die Königin Polens. Okay. Ist der dann jetzt auch noch steht euch zur Verfügung. Exmatrikuliert? Ne, exmatrikuliert? Ja, ihr wisst, was ich meine. Sag mal, Polen hat verloren gegen Brandenburg. Was ist denn da passiert? Die haben Płock verloren. Und Posen. Okay. Das ist ja eine dramatische Entwicklung. Ja, das hat vermutlich mit dem Papst was zu tun. Also Königin Astrid hat aber jetzt die Beziehung nicht unbedingt jetzt nochmal doll verbessert mit 258. Wir gucken mal ganz kurz. Das Königreich des Prinzen oder Königs erhält im Todesfall des Vaters der Prinzessin einen territorialen Erbschaftsanspruch. Okay, das ist so ein kleines Problemchen an der ganzen Kiste. Das Königreich der Prinzen erhält einen Teil des Ruhms des Königreichs des Königs oder Prinzen sowie Boni auf Spionage in diesem und Spionageverteidigung gegen es. Das Königreich der Prinzessin. Haben uns da ein Ei ins Nest gelegt. Na gut, er ist noch jung. Ehe er stirbt, dauert es noch. Aber dann haben die einen Erbschafts... Okay, das heißt, also Prinzessinnen zu verheiraten an Großreiche ist eine schwierige Entscheidung. Das sollten wir uns für das nächste Mal merken. Insofern ist halt ein Verteidigungspakt gegen Polen wäre was. Naja. Andererseits, warte mal, wenn wir sterben, ist, glaube ich, der Verteidigungspakt eh aufgelöst. Ach du Schreck. Das heißt, das kann man noch nicht mal damit irgendwie kompensieren. Genau, der Tod von König Leszek hat den Verteidigungspakt gegen Dänemark Polens beendet. Genau. Das ist das, was ich gerade meinte, ja. Tja, insofern gar nicht so schlecht, dass Polen schwächer geworden ist. Sollte wahrscheinlich dann die Prinzessinnen nur an schwächere Reiche verheiraten. Kreuzzug ist gescheitert gegen das Ayyubidenreich. Okay. Klerus milde Stimmen möchte ich nicht. Hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Schottland. Die Macht Schottlands offenkundig, da die Macht Schottlands offenkundig jene Gotlands übersteigt, sind wir nur bereit, einen Nicht-Angriffspakt mit euch zu unterzeichnen, wenn wir so. Nee, vergiss es. Ich habe keine Angst vor euch. Ich habe große Freunde. Die werden uns hoffentlich helfen. So. Gut, wir sind bei 1400. Das heißt, der Moment ist gekommen, wo wir das hier abreißen. Und stattdessen hier die Kaserne bauen, die uns genau diese 1400 kostet. Und dann müssen wir gucken, welche Einheitentypen wir bauen, aber das ist erstmal die Voraussetzung. So, gut ist, dass die noch existieren. Haben die schon irgendwelche Freunde? Nein, die sind aber schon wieder im Krieg mit dem Livländischen Orden, sehe ich das richtig? Politische Übersicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, die sind natürlich deutlich überlegen. Könnte sein, dass sie uns Semgallen wegnehmen. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich tatsächlich versuchen, ein Offensivbündnis gegen den Livländischen Orden zu schließen und Schweden und Dänemark und irgendwie da reinzubekommen. Oder wir nutzen die Gelegenheit wieder, um da abzustauben und zu plündern gleichzeitig. Aber, ist alles so eine Sache. Was unsere Armeen betrifft. Ein Königreich hat einen Defensivpakt geschmiedet. Was? Gegen uns? Die Polen haben einen Verteidigungspakt gegen uns initiiert? Hä? Was ist denn mit denen los? Ich meinte, hallo, wir haben eine Ehe. Das ist unsere Tochter, die Königin ist. Die Welt steht euch zur Verfügung. Es wird jetzt doch zum Problem, aber die Beziehungen mit Polen sind doch gut, oder? ...246.
So, Galizien ist bei 107. Naja. Unser Diplomat war lange nicht erfolgreich. Er ist aber noch aktiv und unterwegs. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Da haben wir es. Jetzt. Neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Jetzt sind wir bei 96. Okay, alles klar. Dann ist jetzt vielleicht der Punkt gekommen, wo ich es riskieren würde, hier die Ordnung wiederherzustellen. Für Ordnung zu sorgen. Das kostet uns nur 200 Manpower, für davon haben wir genug. Bringt aber allerdings auch minus 30 Provinzstabilität. Das heißt, es wird immer hier kritisch bleiben erstmal. Aber wir haben dann immerhin Zugriff auf die Ressourcen. Ich glaube, das mache ich. Gebäude ist hier im Übrigen auch gebaut worden. Warum sind hier eigentlich auch Rebellen? Zwei rebellische Bevölkerung. Arbeiter, die rebellieren. Die rebellische Bevölkerung kann entweder in andere Provinzen ziehen oder zu Rebellen werden. Sie kann nicht als Truppen angeheuert werden. Obwohl es jetzt plus 3 Stabilität gibt. Okay. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ja, leider ist es hier auch so, dass diese positive Meinung nicht das kompensieren kann, was die negativ hier bringt. Das heißt, wenn der Bauernstand minus 2 hat, ist es halt insgesamt minus 2. Tja, so ist es. Okay, Leute, ich werde es jetzt riskieren. Wir ziehen das jetzt durch. Diplomatischen heikler Moment, muss man einfach mal so sagen. Aber ich hoffe, wir haben Erfolg mit 70% Chance. Ja. Eine gute Strategie. So, es ist König Stena, der es selbst macht. Ich glaube, jetzt sind schon... Übersicht. Ja, genau. Jetzt sind schon die Beziehungen verschlechtert. Wir sehen es jetzt überall. Da sind nur noch leicht grün. Auch da muss man eigentlich was machen. 219... 90, Polen ist runter auf neutral, minus 3 und Galizien ist runter auf minus 45. Und genau deswegen war es so wichtig, dass wir dort diesen Verteidigungspakt haben gegen, ah, den haben wir ja nicht. Das war nur der Livländische Orden, aber minus 45, unser Diplomat macht das schon. Okay, jetzt ist aber die Frage, schafft es Stena jetzt hier die Ordnung wieder zu errichten? Wenn nicht, haben wir diplomatisch jetzt einfach nur Geschirr zerschmissen. Das müssen wir abwarten. Eine neue Rebellion bedroht unser Land. Na toll, jetzt haben wir auch noch eine Rebellion. Das heißt, der König muss kämpfen. Ach, der ist gerade bei Aktivitäten. Ja, nee, die soll er nicht einstellen. Da soll er bitte erstmal weitermachen. Die Rebellion macht... Gerechtigkeit. Ja, ja, nordische Bauern, 5. Im Moment machen die noch nichts, aber sie können nervig werden. Ja, jetzt werden sie langsam nervig. Ich glaube, sie belagern da jetzt die Burg oder so. Da kommen wir aber gleich hin. Erstmal müssen wir Daumen drücken. Eine unserer Burgen wird von Rebellen belagert. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Jawohl, es ist gelungen. Oh mein Gott. Wir haben zwar jetzt hier minus 82 Stabilität, das heißt die Gefahr der Rebellion... Die ist nach wie vor da, aber wir können hier agieren. Im Übrigen gibt es hier schon Kasernen. Na okay. Vor allem können wir jetzt hier unsere Ressourcen aufstocken und. Wow, das war aber jetzt eine gute Sache, dass das gelungen ist. Jetzt ist bloß die Frage, ob das außenpolitisch zu... Welt steht euch zur Verfügung. Zu Problemen führen wird oder zu Konsequenzen führen wird. Ja, 620 verteidigen dort im Moment die Burg. Da werden wir jetzt gleich hin. Okay, liebe Leute. Und wir können auch noch wieder Bildung vergeben. Das schauen wir uns dann demnächst an. Ja, wieder eine einigermaßen erfreuliche Entwicklung, auch wenn die Gesamtlage ein bisschen komplizierter geworden ist. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.